Was geht? Dreibein-Gamer und Dinch ist wieder am Start. Wie immer fange ich mit dem hässlichen Gameplay an. Also, David zockt natürlich wieder auf einer Moor. Am Anfang hat er die AK im Gepäck mit einem Schalldämpfer und am Schluss benutzt er die goldene ACR, ebenfalls mit einem Schalli. Nun zu den Stories. Wir haben euch zwei Geschichten vorbereitet. Eine ist uns gestern Abend passiert und die andere, tja, lasst euch überraschen, meine Freunde. Zu der ersten Geschichte gebe ich mal weiter an den Dreibein. Erstmal, es geht! Ja, also, in der Geschichte geht es erstmal darum... Mein Gott, es geht nicht! Ja, hier wieder Ausraster, so muss es sein, meine Freunde. Es sind Emotionen, die müssen einfach raus. Okay, also zur Geschichte. Wir hatten gestern Training, Fußballtraining, wir sind voll die Pros und so. Ja, nach dem Training hatte der Davide und der Dünnschiss halt richtig Hunger. Haben sich erstmals beim King Kebab bestellt, bei so einem drecks Immigrantentürken, ja. Dann ging es halt darum, Davide hat sich so einen Kebab bestellt. Ohne Soße. Guck mal, guck's dir an, Mann. So blöd, so behindert, ey. Auf jeden Fall hat er sich was beim Türken bestellt. Ohne Soße im Kebab, gell. Und dann kommt es an, er guckt rein, ist mit Soße, Mann. Mein Gott, traurig! Ohne Witz, auf jeden Fall ist es dann halt so, er ruft dann an, da wird er schon richtig auf 180, hier Pulsader und jetzt das Blut schreit schon raus. Er nimmt das Telefon, ruft an, schreit dann erstmal richtig, richtig böse ins Telefon, ohne Witz, richtig unfreundlich und will halt einen neuen Döner halt haben. Naja, nach einer halben Stunde oder so kommt es dann. Dann steht unten an der Tür, geht dann mit dem Kollegen runter. Naja, dann will der Dreckstürke erstmal den anderen Döner haben, sonst weißt du, sonst hätte er ja zwei haben können. Aber der eine hätte ja so oder so nicht geschmeckt. Naja, hier gibt's halt hier volles Rumgelabere. Hier der eine schreit den an, der andere lässt das andere Messer fallen. Und dann kommt es halt so weit, dass David sagt: Soll ich die Bullen rufen oder was? Naja, dann holt er sein schönes iPhone 4S raus. Richtig schön, ihr wisst, wie es läuft, meine Freunde, das brauchen wir so Handys. Naja, geht aufs Telefon, ja. Dann guckt er seinen Freund an und sagt, wie geht die Nummer von den Bullen, Mann? Er wusste nicht, wie die Nummer von den Bullen heißt. Er war schon zwar oft dort, aber er weiß trotzdem nicht die Nummer. Klar, passiert, egal. Auf jeden Fall, das war die Geschichte, ohne Witz, ihr hättet schreien können. Ohne Witz, ich hätte schreien können. Ohne Witz, auf jeden Fall. Jetzt zum nächsten, was wir euch noch nicht verraten haben, das erzählt euch jetzt der Dünnschiss was. Also, Freunde, wir haben ja gesagt, es gibt eine Überraschung und das hier ist sie, ist wie so ein kleines Special. Also, ihr kennt ja Bravo, die Zeitung Bravo, da mit den Popstars, Justin Motherfucking Bieber, Selena Gomez, vögelt er, leckt die Schamlippen und so. Ja, und da gibt's ja diesen bekannten und sehr, sehr angesehenen Dr. Sommer. Bei ihm schreiben die ja ihre sexuellen verkackten Probleme, die niemand jucken. Jetzt habe ich mir mal ein paar rausgesucht und die werde ich euch jetzt erstmal erzählen. Also, mein Penis hüpft auf und ab, Fragezeichen. Manuel 13. Ich habe etwas Komisches an mir entdeckt und weiß nicht, ob es in Ordnung ist. Vor kurzem habe ich versucht, mich selbst zu befriedigen. Dabei hüpfte mein Penis im steifen Zustand eine ganze Weile von selber auf und ab. Da kam eine wässrige Flüssigkeit heraus. War das ein Samenerguss? Und wieso bewegt sich mein Penis? Der Manuel. Ist hyperaktiv, Alter, ohne Witz. Manuel, er nickt doch nur, weil es ihm gefällt. Und zu der weißen, wässrigen Flüssigkeit, ich glaube, du musst es einfach nur pissen, Junge. Korrekt. Dann, Kati 14, zu jung, für Petting. Ihr wisst ja alles, was Petting ist, so Geschlechtsteile berühren sich und so, Schamlippen mit Eicheln. Und dann... Mein Freund 14 ist total süß und lieb. Wir sind sehr offen zueinander und reden über alles. Wir haben schon viel ausprobiert. Zum Beispiel berühren wir uns überall. Manchmal liegen wir auch ausgezogen übereinander und bewegen uns über den Geschlechtsverkehr. Das geht oft so lange, bis mein Freund kommt. Ich habe manchmal ein bisschen Angst, denn ich habe ja auch schon eine Regel. Richtig tun wollen wir es erst so mit 16 oder 17 Jahren. Jetzt würde uns interessieren, ob das okay ist oder in unserem Alter irgendwie schädlich. Das ist Sex, Mann, du Hurensohn, echt, merkst dir mal, echt. Dann die Bianca, sie ist 12 Jahre alt. Überschrift,
kann ich mich an ein Glas mit AIDS anstecken. Mich beschäftigt die Frage zum Thema AIDS. Die Jungs und Mädchen in meiner Klasse trinken manchmal aus demselben Glas oder gleichen Flasche. Kann man sich dadurch nicht auch anstecken? Und wie ist es beim Küssen? Liebe Bianca, dein Brief hat mich ja schockiert. Und haben deine Mitschüler echt alle AIDS? Bist du etwa in einer Schule für Frühreife? Sollte es bei dir noch nicht zu spät sein, wechsel die Schule. Dann ein Highlight, finde ich. Es riecht nach Fisch. Eva 15. Seit längerer Zeit sind auf meinen Schamlippen so komische Pickel. Sie gleichen denen, die man manchmal auf der Zunge hat. Ist das was Krankhaftes? Wenn ich meine Tage habe, riecht das Menstruationsblut fürchterlich nach Fisch. Hat das vielleicht mit diesem Ausschlag zu tun? Außerdem sind beide Schamlippen lang und schrumpelig. Die linke ist sogar länger als die rechte. Das sieht echt eklig aus. Chernobyl kennt, Alter, ohne Witz, Mann. Also, das ist wirklich eklig. Ich kann gar nichts dazu sagen. Karin 13. Meine Scheide sieht anders aus. Aus meiner Scheide hängen zwei dicke Hautlappen heraus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das normal ist. Bei meiner Freundin, die ich schon mal nackt gesehen habe, ja, meine Freundin, passt auf, ist mir das nicht aufgefallen. Ich habe Angst, dass ich Probleme bekommen würde, wenn ich später mit einem Jungen schlafen will. Tampons kriege ich auch nicht in meine Scheide. Ich habe es schon ein paar Mal vergeblich versucht. Kann ein Arzt sowas operieren? Also, meine liebe Karin, du solltest dich mal mit Eva in Verbindung setzen. Vielleicht kann sie dir ja helfen. Und was das Tamponproblem betrifft, die kommen längs rein. Und immer nur einer, meine kleine Bitch. Mord, Mann! Mord, hier seht ihr, oh, wunderschön. Erstmal gefeuert, Schokolade hier rausgeholt. Und also, dann habe ich noch Pickel am Penis durch Orgasmus. Mein lieber Jan, 13. Seit längerer Zeit habe ich gelbliche Pickel am Penis. Genauer gesagt an der Eichel. Wenn ich sie aufdrücke, kommt ein eitriges Zeug heraus, das eklig riecht. Kann das vielleicht davon kommen, weil ich fast täglich onaniere? Ich kriege dann nämlich schon nach ein paar Sekunden einen Orgasmus, du dummer Hund. Ein Freund von mir sagt, das seien sogenannte Orgasmuspickel. Ich müsse auf jeden Fall zum Arzt gehen, davor habe ich schreckliche Angst. Ich sitze auf dem Schaukelstuhl und bewege mich so schnell, oder mein... Das, ich krieg schon wieder einen Ticker hier, mein Gott, wie peinlich. Der Tampon ist in meiner Scheide verschwunden. Nicole 13. Seit einiger Zeit nehme ich Tampons. Als ich den Tampon, den ich vor 5 Tagen eingeführt hatte, sorry, ich kann nicht so gut lesen, wieder rausholen wollte, ist das Band abgerissen. Ich bekomme den Tampon nicht mehr raus und meine Scheide heraus. Ich habe das Gefühl, dass er sogar immer weiter hineinrutscht. Was soll ich tun? Ist es schädlich, wenn der Tampon in meinem Körper bleibt? Oder löst er sich sogar irgendwann selbst auf? Ja, Nicole, genau so war das auch bei meinem Gewehr bei der Bundeswehr. Ja. Irgendwas da stecken geblieben und so. Ja, also ich glaube, jetzt sind wir gleich zu Ende mit unserem Video hier. Es dauert nicht mehr lange, meine Freunde, aber... Ich glaube, gleich sind wir fertig. Ich muss nur noch mal ein bisschen gucken. Auf jeden Fall, guck, der Score wird, der ist richtig nice. Das ist gut für Daumen, denke ich mal. Klar. Ich denke, die Geschichten haben euch zerfetzt. Guck mal hier, Mann, ohne Witz, die sind so schlecht. Das Gegner-Team, die können gerade das Spiel nehmen und einfach in die Tonne kicken. Auf jeden Fall. Ja, also wir freuen uns noch auf weitere Abonnenten. Danke fürs Zuhören. Und ihr wisst ja, immer schön treibern, ich denke, meine Freunde.